Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Satisfactory zusammen mit The Snake. Moin. So, dann wollen wir mal. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Unter anderem, wir können jetzt einfach mal hier hingehen und sagen, drück den Button. Push the button. Ja, ich hatte das mal eben so fertig gemacht. In der Zeit, wo du gerade mal eben kurz weg warst. Ja. Und ich bin ja nicht so langsam gewesen. Oder besser gesagt, nicht so unproduktiv gewesen. Nicht. Ich habe übrigens für den auch die 50. Ich muss nur noch gleich den Draht runterholen und 100 von den Dings. Aber dann hatten wir alles. Und du hast ja ein Auto gecraftet in der Zeit, hey. So schnell ist was anderes. Okay. Aber schocken tut das Ding. Ja, ich habe mir übrigens noch ein paar andere Sachen noch mit dazu überlegt gerade, was wir noch in dieser Folge machen werden. Wir warten ja eh jetzt gerade. Wo bist du denn gerade? Ich bin hinter dir. Ich sehe dich, wie du mit dem Wagen da fährst. Fahr du mal. Wow. Ich dachte auch, der hat echt so ein bisschen also Schub, aber... Vom Sound her so richtig Ferrari-mäßig, ne? Ja. 88, 96. 96 km/h berg runter. Ja. Also... Schluckt ganz schön Benzin. Ja. Da bleibe ich lieber bei unseren alten Fahrzeugen. Oh, wenn du mal eben schnell irgendwo hin willst, ist der ja gar nicht so schlecht. So, was hatte ich noch? Hatte noch an irgendwas gedacht. Ich weiß noch nicht mehr was. Weißt du das noch? Nee, natürlich nicht. Nee. So. Haben wir unseren Fuhrpark wieder um ein Fahrzeug mehr erweitert. Genau, wir brauchen jetzt halt... Ich hole die 3000. Achso, ja, ich hole mal den eben... Aluminiumkram holen. Ja, ich hole noch den Aluminiumkram und dann haben wir alles. Okay. Njom. Njom. Ist halt auch mega witzig. Wir haben eigentlich alle schon dafür da wieder. Okay. So, was? Was stimmt? Drohne. 2000. Boah, schade. Ich brauche erstmal den Landeplatz anscheinend. Ich komme. Und nun? Jetzt. Ist noch nicht wieder da. Ich habe gerade mal einen Drohnenlandeplatz gebaut. Ah. Aber den habe ich wieder abgebaut, weil ich sonst nochmal 10 von diesen Teilen craften muss. Hast du rein zufällig noch normale Kabel in der Tasche? Ja. Brauchst du die gerade? Nein. Okay. Wo bist du? Beim Hub. Achso, ich hab dich gesehen. So, normale Kabel. Danke. So, was sehe ich da? Naja. Wir brauchen immer noch Zeit. Irgendwann kommt das dann auch mal an, ne?
Genau, kann ich mal eben Ach, erzählen, was ich Donner, noch ewig. gemacht habe. Und zwar, ich habe hier unser Turbodraht und unser Kunststoff zusammenführen lassen zu Platinen. Und die Platinen, die werden dann weitergeleitet, werden dann da weitergeleitet, gehen dann in diesen großen Container und gehen dann hier rüber und werden zu Computer. Und Computer haben wir ja jetzt schon mehrere Stacks. Damit wir nicht immer da hochrennen müssen zu den Kupferblechen. Beziehungsweise die Kupferbleche, die werden eh zu langsam produziert, finde ich. Und dann habe ich mir das überlegt, dass wir das mit Turbodraht machen. Und damit wir genügend Turbodraht bekommen, habe ich natürlich auch ein bisschen was gemacht. Da müssen wir so oder so einmal hin. Laufen wir einmal hier die Schienen hoch. Man hat es eigentlich schon gerade ein bisschen gesehen. Drei Container, die was fusioniert werden, in einen Container rein. Hätte das gedacht? Und das alles nur, damit halt die Konstruktoren, die drei, jeweils die Turbodrähte herstellen. Heute habe hier mal so gesehen, wir verlieren hier ziemlich viel. Jetzt also müssen wir einmal boosten. Und dann müsste das eigentlich schon reichen. Und dann kriegen wir eigentlich genügend Turbodraht hin. Und das ist schneller halt hier in den Container, als man gucken kann. Das ist doch schön. Ja, Das tue ich doch gerne. daraus werden halt insgesamt drei Stück. Beziehungsweise alle paar Minuten werden halt fünf Turbodraht hergestellt. Also 60 pro Ah, Minute. nice, nice. 60 pro Minute und das mal drei. Kannst hier rechnen. Ja, genug. In zwei viele, ja. So, dann haben wir das. Wenn wir jetzt noch 10 davon herstellen, 11 davon herstellen, können wir das mit dem Drohnenlandeplatz mal machen. Ja. Ah, okay. Du musst halt zweimal das bauen. Okay. Die Drohne, die kann halt nur an ihren Landeplatz da landen. Bedeutet im Endeffekt, ist nichts zum Rumfliegen für uns. Hätte ich jetzt hier schon eine Drohne hingemacht. Und dann kann die von A nach B immer wieder transportieren. Auf jeden Fall fehlen hier auch Kabel, um weiter Computer herzustellen. Weil es soll uns jetzt eigentlich nicht stören. Was wollte ich jetzt noch? Genau, wir fahren jetzt. Der Zug ist gerade weggefahren, Glaube. ne? Ja, anscheinend. Guck mal eben, wo der gerade aktuell ist. Ist gerade da hinten angekommen erst. Ah, ich dachte, ich könnte mal jemanden Zug eben hinterfahren. Okay. Zur anderen Stelle. Weil ich dafür noch was gebaut habe. Naja, nehme ich mal den LKW. Den habe ich ja halt auch lange nicht mehr benutzt. Ja, das stimmt. Ist halt die Frage, komme ich hier überhaupt so raus? Das weiß ich nicht. Du hast das gebaut. Das mit den Schienen habe ich nicht gebaut. Das mit den Schienen hat jemand anderes gebaut, ne? Nee, Ja. weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du Ah, meinst. ich kann hier auf die, über den Schienen fahren und bin hängen geblieben. Mit dem Fahrzeug im Spiel.
Naja, das klappt ja richtig gut. Sagst du? Ja. Wir brauchen unbedingt noch einen zweiten Zug. Ja, und wieso? Wieso? Ja. Weil ich nicht immer warten kann auf den Zug. Okay. Ah. Oh, nett. Nett? Ja, nett. Ja, guck, bei dir kommen immer nur die Wörter nett. Ja, okay. Nice. Oh. Oh. Oh, doch nicht. Grafikfehler. Finde ich doof. Oh, Grafikfehler. Ja. So, dann will ich mal rüberlaufen. Wie, was bist du denn? Geh weg. Ich gehe jetzt da rüber. Ich habe nämlich was vorbereitet. Das ist das Schöne. Wenn man Zeit hat zum Vorbereiten, ne? Ja. Bis ich erstmal da angekommen bin. Das dauert erstmal. Aber weißt du, was ich nicht mehr machen kann? Was denn? Ich habe keine Kabel mehr im Inventar. Mann, bin ich gut vorbereitet. Aber ich habe, glaube ich, Draht im Inventar. Also, das ist nicht so schlimm. Ah, okay. Jetzt hätte ich jetzt gesagt, check mal mit einem Zug mal eben hier Draht rüber. Ja. So, und zwar habe ich hier mal eben ein bisschen was gecraftet, als wir kurz gewartet haben auf The Snake. Oder als ich gewartet habe auf The Snake. Der war doch eben noch nicht da. Und zwar jetzt mal gucken, dass wir das hier so parallel wie möglich hinbekommen. Was ist das hier? Nein. Von den her ja, aber von der Weite nicht. So, wir können uns jetzt immer weiter dran orientieren. Noch ein weiter. Und das war ausreichend. Genau diese. Das möchte ich so. Mhm. Treibstoffgeneratoren dorthin. Und dann können wir wieder zurück. Ging eigentlich nur darum. Ich wollte hier nochmal Treibstoffgeneratoren hinbauen. Oh nein, jetzt kriegt er keinen Saft mehr hier. Wie ärgerlich. Soll ja auch hier mit ein Rohr nochmal verbunden werden. Aus dem Grund, weil ich immer ein T-Stück haben. An den Enden. Dann hätte ich das jetzt nicht unterbrechen müssen. Ja. So, und dann wird das alles hier so rein transportiert an Strom. Braucht es nur noch eine Verbindung in unser Netzwerk rein. Und dann müssen wir schon wieder zurück. Weil
Wir können da dann doch weitermachen. Drüben. Ja, der Beziehungsweise, Frachter dauert noch. ja, der kommt gleich da an. Ja. Ich habe mal eben Kabel hergestellt. Müssten reichen. Strom. Erstmal muss hier der Strommast verbessert werden. So, 8 Kabel sind da an den MK3 dran. Guck mal, wir haben mehr Strom zur Verfügung. Nice, was hast du gemacht? 3 Stromgeneratoren noch mit reingebaut. Okay. Das ist cool. Das wollte ich die ganze Zeit machen da. Das heißt insgesamt 6 Treibstoffgeneratoren, Ja. die jetzt für Strom mit sorgen. Ich habe übrigens auch noch für das Atomkraftwerk habe ich auch noch die Sachen dabei. Aber das bauen wir dann ein anderes Mal. Wir müssen nämlich nur überlegen, wie wir Wasser dahin bekommen. Oder wie wir das Uran zu unserem Atomkraftwerk bekommen, wo Wasser in der Nähe ist. Und Wasser wäre sogar bei uns hier zu Hause in der Nähe. Und da sieht sich ja The Snake so gerne. Nein. Er möchte unbedingt, dass wir das Atomkraftwerk hier hinbauen, hat er gesagt. Nein. So, dann wollen wir doch mal alles reinpacken fürs Abschicken. Und das da. Bauen wir den Rest. Brauchen wir nur noch Draht. Dum, 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 dum. Dachte, du hattest dich um Draht gekümmert. Was für Draht? Für Meilenstein? Für den Meilenstein? Was ist mein Stein Draht, hä? Guck doch oben rechts. Okay. Achso, ja, habe ich ja in der Tasche. Ich bin auf dem Weg. Eben als ich weg war, war der noch nicht da. Hast aber eine lange Leitung jetzt Als gehabt. ich den halben Berg hoch war, da kam das Ding ja gerade zurück. Ja, das ist aber eine lange Leitung gerade. Ja. Ich hatte gerade Draht mit Kabel verwechselt. Ah. So. Und tschüss. Milestone reached. The optic Nice. scanner can now find underground wells, which can be pressurized to extract resources such as nitrogen, water and oil. Nitrogen will contribute to Können wir more noch ein advanced bisschen mehr derivative finden? parts. Oh. So, das nächste. Ja, bleibt uns ja eigentlich nicht viel. Sag mal, hast du Stahlrohre rein zufällig gerade in der Tasche, die du nicht brauchst? Ja, könnte ich dir 324 geben. Ja, Hälfte wird reichen. Also reichen dir 100. 200. Ja, danke. Bitte, ich gehe jetzt hoch, mir Stahlrohre zu holen. Muss ja 1000 da unten reinliefern. Ja, nach und nach. Du freust dich schon auf Atomkraft, oder? Ja, dann wird das hier vielleicht alles ein bisschen besser. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Kohle irgendwo mal im Lager kleben. Rein theoretisch, ja. Achso, ich hol schon die Sachen runter, aber ich kann die ja noch nicht reinwerfen, ne?
Bin clever. Hat jemand Kalkstein weggeworfen? Ja. Lass das da liegen und despawnen. Wir haben gar keinen. Das kriegst du jetzt ja, wenn du die riesen Pilze abbaust, kriegst du den Kram ja mit. Ach so. Voll nervig. Ja. Voll nervig, sag ich dir. Guck mal hier. Ah. Mycelium ist wieder abgeschlossen. Nice, nice. Das haben wir auch. Wir haben aber leider jetzt keinen Drohnenlandeplatz. Wir müssen ja noch überlegen, wo wollen wir eigentlich das Atomkraftwerk jetzt hinhaben? Weit weg von uns. Also nicht hier in der Nähe von der Produktion irgendwo. Um Himmels Willen nicht. Also gegenüber von der Produktion. Mach was du willst. Einfach hier mitten auf der Platte. Nee, ich muss da so oder so gucken. Wir müssen hier Uran haben und das müssen wir ja anreichern, glaube ich, damit das halt funktioniert. Ich habe mir jetzt da noch gar nichts drüber nachgelesen. Ach du. Ich weiß nur, dass man einiges damit machen kann. Was wollte ich jetzt hier oben? Weiß ich nicht. Ich hole mal die 1000 Stahlrohre, die wir gleich brauchen. Die hatte ich schon im Inventar. Na gut, dann brauche ich das ja nicht. So, was wollte ich jetzt noch? Bin verwirrt. Ich wollte mal nachgucken, genau. Wie, aus was diese komischen neuen Blöcke da gebaut werden. Komische neue Blöcke. Ja, die neuen Rahmen. So, ja. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Einschlafen? Ich brauche oder? Schwefel. Achso. Gucken wir mal, wir können... Brauche ich Schlaf, ja. Können die nicht, oder was ist das? Oder werden die woanders hergestellt? Umfüllanlage? Wird es nicht sein? Kann ja dann nur noch Raffinerie sein? Da kann man auf jeden Fall Schwefelsäure jetzt verpacken. Was? Schwefelsäure. Okay. Können wir das noch nicht? Ich bin mal gespannt, wofür wir die noch brauchen. Ich habe die Idee, wir haben doch da eine Wasserquelle, die wir anzapfen können. Ich weiß, was wir da oder wie wir das machen könnten. So, aber diese neuen Rahmen, die weiß ich nicht, wo wir die herstellen müssen. Müssen wir die hier bei den bei Kunststoff auch herstellen? Können wir immer noch kein Gewehr und Gewehrmunition herstellen? Weiß ich nicht. Weil ich gucke gerade hier nach, wie wir diese neuen Blöcke da bekommen. Ah, ich brauche Schwefel. Ich weiß, wo ich gucken fahren kann. Wir könnten auch endlich mal die Schwefelproduktion bald anschließen. Dafür können wir die Drohne benutzen. Könnte man ja. Nice, dann weiß ich, was wir jetzt machen.
Da ich jetzt nicht Brauche hier rausfinden. unbedingt Schwefel. Ich habe nicht rausgefunden, wie man jetzt diesen eckigen Block baut. Achso. Kann ihn ja auch nicht sehen, solange ich hier nur Sachen, was ich auch craften kann, anzeigen lasse. Wie heißen die Teile denn? Sehe. Dann finden wir es so rüber raus. Ein Kodex anzeigen. Im Mixer, okay. Darum habe ich es nicht gefunden. Wird im Mixer hergestellt. Stickstoffgas mit Aluminiumgehäusen und schwere modulare Rahmen werden zu diesen verschmolzenen modularen Rahmen. Ah, okay. Gut. Kann ich ja lange suchen. Definitiv, ja. Wir müssen jetzt. Nein. Nicht das. Ich möchte mit euch jetzt gemeinsam mal eben planen, was wir benötigen. Und zwar, wir wollen diese Platte bauen, wo wir die Drohne bauen können, raussetzen können. Davon brauchen wir 11 von den komischen Teilen. Also 11 von den Funksteuereinheiten, genau. Nein. Dafür brauchen wir Quarzillatoren und Gehäuse. Also holen wir uns jetzt Gehäuse und Quarzillatoren. Quarzillatoren müssen wir selber craften. Aber die werden aus Quarzkristallen hergestellt. Richtig? Was? Die werden aus Quarzkristallen hergestellt, die Quarzillatoren. Ja. So, bauen wir uns mal. Dafür liegt in der ganz rechten Kiste noch der andere Kram, den du brauchst dafür. Kabel und verstärkte Kabel. Ja, genau. Verstärkte Platten. Ja. Brauche ich jetzt so oder so noch ein bisschen mehr. So. Sagt, das liegt in der Kiste. Ganz rechte. Brauchst du die Quarzillatoren, die da drinnen sind? Gerade nicht so. Bin gerade an anderen Sachen dran. Okay. Ah, ich jetzt weiß ich, warum es gerade nicht Krieg gleich herrscht. Besuch. Darum konnte ich das nicht herstellen. Lassen wir mal eben hier ein Stack davon weg, von den Rohren. Gut, dass ich die so rechtzeitig rausgenommen habe. Wir gehen doch noch mal eben nach oben. Wir holen uns jetzt Kabel und verstärkte Platten. Und craften wir gemeinsam ein bisschen. Dann werfe ich doch die Rohre noch mal weg. Also können wir gleich noch mal holen. Die Rohre für den Kram in der nächsten Stufe. So. Das Witzige ist, ich habe mir hier ein MK5-Förderband hingebaut. Man kann sich bestimmt denken, was ich damit vorhabe. Irgendwas kaputt machen. Nein. So, die werden ja hier drinnen gelagert. Du kannst jetzt nicht vorstellen, was ich damit vorhabe. Mit einem Ja. K5-Förderband, Irgendwas fördern. was in einer Richtung geht. Willst du wieder irgendwas fördern? Ja, mich selber. Und Ah. zwar. Njung. Anstatt hier 8 Jahre da lang zu laufen, habe ich mir das MK5-Förderbändchen dahin gebaut, damit ich schneller von hinten nach vorne laufen kann. Ah. So. Ja, okay.
Ich wollte es herstellen. Wo ist das jetzt? Da. Funksteuereinheiten. Quarzillatoren brauchen wir. Quarzillatoren basteln wir. Alter, dauern die lang. Wenn ich mir das. Tot. Du bist tot. Warum bist du, warum bist du gestorben? Tiere. Ah. Braucht deine Hilfe. Ja, dann wollen wir mal eben dahin laufen. Nein, so. Du bist da. Nein, du bist viel schneller wie ich. Macht nix. Du renn mal vor. Ich sehe ja, wo deine Kiste ist. Das ist doch, denke ich mal, eine Kiste und da ist noch eine Kiste. Es sind auf einmal zwei Kisten da. Danke, was du mir die Nüsse klaust, da ich ja auch nur mit drei Dingern anfange. Sorry. Ich gebe dir die Nüsse. Nee. Nimmst du jetzt meine Nüsse? Nein. Nimmst du meine Nüsse? Wo bist denn du ganz gestorben? Da hinten, wo wir letztes auch schon mal waren. Ah. So, den habe ich. Da kommen gleich noch mehr. Bin hier einfach mit meinem Wagen vorbeigeheizt. Ach, Rammis. Warum zum Teufel muss hier alles voll sein mit den Viechern? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ja, super. Ach, noch mehr. Ihr wollt mich doch verscheißern. Gut, was sie dumm wie Bohnenstroh sind. Oder liegt das da dran, weil ich einfach mal so hier bin? Weiß ich nicht. Ich finde eher, die sind dumm wie Bohnenstroh. Na, wie viel kommen da noch? Genug? Ich will meinen Xenobärscher. Naja, ich würde sagen, ich gehe jetzt mit ihnen dahin. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch dann allen noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.